Über drei Menschen wird Allah subhanahu wa ta'ala Yawm al-Qiyamah zuerst richten. Drei Menschen, die in der Dunya den Anschein erweckten, gut zu sein. Gottesfürchtig, fromm und aufrichtig gewesen zu sein. Aber Allah subhanahu wa ta'ala wird sie allesamt mit dem Gesicht ins Höllenfeuer ziehen lassen. Meine Geschwister, wenn ich heute über dieses Thema spreche, dann möchte ich, dass ihr euch in die Lage dieser Person versetzt. Denn bei Allah, es könnte jeden von uns treffen. In einem Sahih-Hadith überliefert Abu Huraira radiallahu an, der erste der Menschen, über den am Tage der Auferstehung gerichtet wird, ist einer, der als Märtyrer starb. Ein Shahid. Meine Geschwister, gibt es eine höhere Stellung in unserem Glauben als die Stellung des Shahid? Gibt es einen wertvolleren Tod? Umar ibn al-Khattab radiallahu an sagte in Medina, Ja Allah, lass mich den Tod eines Shahid sterben. Lass mich in der Stadt des Propheten und der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam den Tod eines Shahid sterben. Seine Kinder meinten, das stünde im Widerspruch. Wie kannst du als Shahid sterben, wenn du in Medina sterben willst? Sie waren verwundert über seinen Wunsch, denn in Medina herrschte Frieden. Umar ibn al-Khattab radiallahu an sagte, Allah kann tun, was er will. Und Allah subhanahu wa ta'ala nahm Umars Dua an. Er radiallahu an starb während des Gebets in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dort wurde er niedergestochen und wurde Shahid. Am Tage der Abrechnung wird Allah subhanahu wa ta'ala einen dieser Märtyrer vortreten lassen. Stell dir vor, du wärst ein Shahid. Du hast dein Leben für den Dien Allahs gegeben. Du hast Frau und Kinder hinterlassen, dein Haus, dein Vermögen, einfach alles, um für den Glauben Allahs zu kämpfen. Du genießt den höchsten Status. Doch Allah subhanahu wa ta'ala wird dich am jüngsten Tag vortreten lassen. Und er subhanahu wa ta'ala wird den Märtyrer an seine Gnaden und seine Wohltaten erinnern. Allah subhanahu wa ta'ala wird den Märtyrer fragen, ob er sich an diese Gnaden erinnert. Allah hat dir eine Frau gegeben. Allah hat dir Augen gegeben. Allah hat dir Vermögen gegeben. Allah hat dir Gesundheit gegeben. Allah hat dir Kinder gegeben. Allah hat dir Kraft gegeben. Allah wird ihn an jede Einzelheit erinnern. Und der Märtyrer wird alles eingestehen. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala den Märtyrer fragen, und was hast du damit gemacht? Stell dir vor, die Ehre zu haben, um sagen zu können, Ja Allah, ich bin für dich gestorben. Und der Shahid wird antworten, Ja Allah, ich habe um deinetwegen gekämpft, bis ich als Shahid gefallen bin. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm sagen, Kadabta, du bist nicht für mich gestorben. Du bist gestorben, damit die Leute sagen, seht mal, wie mutig er ist. So dann wird Allah subhanahu wa ta'ala den Engeln befehlen, ihn auf seinem Gesicht ins Höllenfeuer zu ziehen. Und er wird ins Höllenfeuer geworfen. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala einen Mann aufrufen, der seinen Dienst studiert hat, der den Koran gelernt hat und ihn auf eine schöne Art und Weise rezitiert hat. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn aufrufen. O mein Diener, habe ich dir nicht meine Gnade erwiesen? Er subhanahu wa ta'ala wird ihm die gleichen Fragen stellen wie dem Märtyrer. Meine Geschwister, wer ist besser als der Gelehrte des Islam? Wer ist besser als jemand, der Jahre damit verbracht hat, den Islam zu studieren und die Menschen darin zu unterrichten? Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn befragen. O mein Diener, habe ich dir nicht dieses und jenes gegeben? Ja Allah, du gabst mir all das. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn fragen, und was hast du damit gemacht? Der Mann wird sagen, Ja Allah, ich habe deinen Dien studiert. Ich habe dein Buch gelernt und Menschen in deinem Dien unterrichtet. Und all das tat ich nur deinetwegen, ja Allah. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm sagen, Kadabta, du hast nicht meinetwegen gelernt. Du hast studiert, damit die Leute über dich sagen, er ist ein Gelehrter. Und du hast den Koran rezitiert, damit die Leute sagen, er ist ein Koranrezitator. So dann wird Allah subhanahu wa ta'ala den Engeln befehlen, ihn auf seinem Gesicht ins Höllenfeuer zu ziehen.
und die Engel werden ihn ins Höllenfeuer werfen. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala einen dritten Mann aufrufen. Diesen Mann hat Allah subhanahu wa ta'ala viel Wohlstand beschenkt und ihm jede Art Reichtum gegeben. Allah wird ihm dieselben Fragen stellen, wie dem Märtyrer und dem Gelehrten. Er subhanahu wa ta'ala wird ihn an seinen Wohlstand erinnern, mit dem ihn Allah subhanahu wa ta'ala ausgestattet hat. Und der Mann wird alles bezeugen und anerkennen. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn fragen, und was hast du damit gemacht? Er wird antworten, ja Allah, ich habe keinen Weg ausgelassen, von dem du wolltest, dass auf ihm gespendet wird, ohne um deinetwillen zu spenden. Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm sagen, Kadabta, du hast nicht meinetwegen gespendet. Du hast gespendet, damit die Leute sagen, seht mal, wie großzügig er ist. Du hast es wegen ihrer Anerkennung getan. Und du hast ihre Anerkennung erhalten. So dann wird Allah subhanahu wa ta'ala den Engeln befehlen, ihn mit seinem Gesicht ins Höllenfeuer zu schleifen. Und die Engel werden ihn ins Höllenfeuer werfen. Was können wir aus diesem Hadith lernen? Bedeutet es etwa, dass jeder Shahid, jeder Gelehrte und jeder wohltätige Spender ins Höllenfeuer geworfen wird, Yawm al-Qiyamah? Nein, natürlich nicht. Aber das waren Personen, die diese Taten nicht mit Wahrhaftigkeit getan haben. Sie waren nicht wahrhaftig mit Allah subhanahu wa ta'ala. Sie taten es ohne Aufrichtigkeit. Sie erweckten in ihrem Umfeld zwar den Anschein, dass sie es für Allah subhanahu wa ta'ala taten. In Wirklichkeit aber wollten sie die Anerkennung der Menschen. Sie wollten im guten Licht dastehen. Und das ist der Grund, warum sie Allah subhanahu wa ta'ala so hart bestrafen wird. Anstelle Allahs Anerkennung zu suchen, suchten sie die Anerkennung der Menschen. Es geht dabei nicht speziell um diese drei Arten von Menschen. Es sind Beispiele, damit wir verstehen, dass selbst solche großartigen Handlungen wertlos sind, wenn sie nicht mit Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit getan werden. Das kann jedem von uns passieren. Wir müssen uns davor in Acht nehmen. Deswegen warnen uns die Gelehrten davor, Dinge zu tun, ohne vorher unsere Absichten zu prüfen. Bevor du etwas tust, rufe dir nochmal ins Bewusstsein, für wen du es tust, weshalb du es tust. Achtsamkeit im Umgang mit Allah subhanahu wa ta'ala. Wahrhaftigkeit in den Taten. Denn das sind die einzigen Taten, die Yawm al-Qiyamah angenommen werden. Und es ist wichtig zu verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala jeden dieser Personen seine Gnaden über ihn aufgezählt hat. Und jede Person erkannte diese Gnaden an. Allah subhanahu wa ta'ala hat jedem von uns seine Gnade erwiesen. Manchen gab er Vermögen, anderen Stärke und Mut, anderen einen messerscharfen Verstand oder eine schöne Stimme. Bestimmte Talente im Umgang mit Technik. Jeder kennt seine eigenen Fähigkeiten und Talente am besten. Und sei es nur sein Augenlicht und seine Gesundheit, die vielen anderen Menschen verwehrt bleiben. Allah subhanahu wa ta'ala wird jeden einzelnen von uns nach genau diesen Gnaden befragen. Daher fragt Allah subhanahu wa ta'ala jeden dieser Personen, was hast du damit gemacht? Also mit all dem Segen, den du von mir bekommen hast. Denn Allah prüft dich genau mit den Dingen, die er dir gegeben hat. Hast du dein Vermögen nur dafür ausgegeben, um dir ein schönes Leben aufzubauen und dir dieses oder jenes zu kaufen? Oder hast du es ausgegeben, um den Islam und die Muslime zu unterstützen? Hast du deine Stärke und deinen Mut genutzt, um mit deinem Körper zu beeindrucken und sinnlose Wettkämpfe zu bestreiten? Oder warst du ein Felsen für die Schwachen und Hilflosen? Hast du deinen messerscharfen Verstand genutzt, um dann damit Kohle zu schaufeln? Oder hast du den Bedürftigen und Unterdrückten gedient, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen? Hast du deine schöne Stimme genutzt, um ein bekannter Sänger oder Rapper zu werden? Oder um die Herzen der Menschen mit den Worten deines Herrn zu berühren? Hast du deine Affinität im Umgang mit Technik genutzt, um ein sinnbefreiter YouTuber zu werden, der islamische Pranks macht, um die Menschen zum Lachen zu bringen? Oder hast du sie eingesetzt, um den Menschen den Islam näher zu bringen? In unserer Mitte gibt es YouTuber Muslime. Sie sprechen perfektes Deutsch. Allah hat ihnen seine Gnade erwiesen. Und anstatt sie sich für den Islam einsetzen, bringen sie Menschen zum Lachen, indem sie den Islam dazu benutzen. Sie profilieren sich auf Kosten des Islam. Wir werden über die Gnaden befragt, die uns Allah subhanahu wa ta'ala erwiesen hat. Und wir werden gewiss zur Rechenschaft gezogen werden, was wir
mit unseren Fähigkeiten und Talenten gemacht haben. Und es ist unsere und deine Aufgabe, unsere Geschwister darauf aufmerksam zu machen. Deswegen sollte sich jeder von uns die Frage stellen: Wie kann ich mich vor dem Höllenfeuer bewahren? Was kann ich für den Islam tun? Wie kann ich Allah subhanahu wa ta'ala beeindrucken? Und nicht, wie kann ich die Menschen beeindrucken?